Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 20, heiße Bergtour. Hallöchen, liebe Individualisten, hier ist mal wieder der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier in unserem Freizeitpodcast. Es ist Sonntag, der 4. August 2013. Ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, hört man wahrscheinlich. Und zwar fahre ich gerade ins südliche Niederösterreich, genauer gesagt nach Puchberg am Schneeberg. Dort will ich nämlich eine kleine alpine Tour machen. Geht über 10 Kilometer und ungefähr 800 Höhenmeter. Und führt mich von Losenheim hinauf auf den Schneeberg oder zumindest ein Stück hinauf auf den Schneeberg, und zwar hinauf auf die Almröselhütte und von dort dann weiter über die Dürre Leiten auf die Mamauwiese und von der Mamauwiese dann dem Sebastianbach entlang hinunter über den Sebastianfall wieder zurück nach Losenheim. Ja, es ist gerade 9:30 und da läuten gerade die Glocken in Karlsburg. Die Fahrt werde ich dabei nutzen, weil ich werde ungefähr eine Stunde sowas unterwegs sein. Und ja, da kann ich euch dabei mal ein bisschen was erzählen, was so Neues gibt und so. Also, das erste ist natürlich die Umstellung auf den Fierz, die ja mit dieser Folge jetzt passiert. Die Domain habe ich am Freitag schon entsprechend umgeleitet. Die ist also jetzt schon vom Blogger weg und auf meinen Server, auf den Fierz, verlinkt. Funktioniert auch alles soweit. Und ich habe auch so einen kleinen Blog-Eintrag quasi geschaltet, also ohne Audio, über den Umzug und so weiter. Da habe ich jetzt im Moment nur noch ein kleines Problem, und zwar in Verbindung mit den Auphonic-Produktionen. Weil es gibt im Fierz so diverse Einstellungen in Bezug auf Auphonic. Und eine davon regelt, wie sozusagen das Zusammenspiel zwischen den Auphonic-Produktionsdateien, also den JSON-Dateien, und den Fierz-Episoden-Dateien gehandelt wird. Und an und für sich hatte ich vor, diese Option auf Episode zu stellen. Das heißt, dass nur Auphonic-Produktionen veröffentlicht werden, zu denen es eben auch entsprechende Episoden-Files gibt. Da ist eben der Hintergrund, dass ich über dieses Episoden-File nachher direkt die Veröffentlichung von dem Podcast dann von der neuen Folge steuern kann. Das habe ich euch ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon so ein bisschen erläutert, wie das funktioniert. Das geht auch soweit. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt, so wie ich das eben jetzt mit dem Umzugseintrag gemacht habe, nur einen reinen Blog-Eintrag machen will, also ohne Enclosure, ohne Audiodatei dazu, dann gibt es ja dieses No-Audio-Item in der Konfiguration, in der Episoden-Konfiguration. Und wo er dann eben nicht nach Audiodateien sucht und so weiter. Und da habe ich momentan das Problem, dass er mir das in Verbindung mit der Auphonic-Einstellung Episode dann nicht anzeigt, weil er sozusagen immer verlangt, dass sowohl die Auphonic-Datei als auch die Episode-Datei vorhanden ist. Das heißt, das wirkt dann in beide Richtungen, ganz offensichtlich. Da werde ich mich wohl mit dem Christian von der Hörsuppe mal zusammensprechen müssen, ob man das vielleicht irgendwie umschreiben kann, beziehungsweise ob ich da vielleicht irgendwo auch noch einen Konfigurationsfehler einfach drinnen habe. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es jetzt momentan so, dass die Auphonic-Einstellung auf Full gestellt werden wird vorerst. Das heißt, dass sowohl Episoden-Files als auch Auphonic-Produktionsdateien veröffentlicht werden und dass die Einstellungen in den Episoden-Files die Auphonic-Einstellungen überschreiben. Das heißt, ich kann trotzdem meine
Eintrag machen und so weiter und so fort. Das haut soweit alles hin, das wird funktionieren. Aber ja, wie gesagt, also da werde ich mich auf jeden Fall mit dem Christian noch zusammenreden und mal schauen, vielleicht bringe ich das noch so hin, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten, ja, werde ich es einfach mal so machen. Das ist jetzt auch nicht so weit wirklich dramatisch und schlimm. Auf jeden Fall wird die Veröffentlichung von der Folge 20 auf dem 40 passieren, so wie geplant. Und ihr solltet jetzt also diese Folge, die jetzt solltet ihr jetzt eigentlich schon über den 40 hören. Gut, so viel zum 40, lassen wir es mal gut sein damit. Eine zweite Sache habe ich noch, und zwar habe ich mir für mein kleines Heimstudio einen neuen Mikrofonarm geleistet. Warum das Ganze? Ganz einfach, ich hatte ja bis jetzt immer ein normales Bühnenmikrofonstativ stehen in meinem Zimmer, wo halt das Großmembran-Kondensator-Mikrofon drauf war. Hat soweit auch funktioniert. Das Problem ist nur, dass dieses Bühnenmikrofon erstens mal ziemlich viel Platz einnimmt, weil es halt doch relativ ausladend ist und ist mir einfach im Weg herumgestanden, das Ding. Und hat mich einfach gestört. Jetzt habe ich mir über den Online-Händler meines Vertrauens einen Mikrofonarm gekauft. Das heißt, das ist so, man kennt das vielleicht so von alten Schreibtischlampen, also so ein Federarm, wo halt dann vorne das Mikrofon montiert werden kann. Das Ganze ist von der Firma Rode. Dem einen oder anderen von euch sagt das vielleicht was. Wer sich von euch vielleicht mit ein bisschen mit Audioproduktionen auch beschäftigt, wird das vielleicht kennen. Ist schon ein bisschen was Besseres. Also das Ding kostet auch knapp über 80 Euro. Ist also nicht ganz billig, aber kann halt wirklich was. Also das ist halt von der Verarbeitung her, da quietscht nichts, das passt einfach und tragt Mikrofone bis zu 2 Kilo Gewicht. Also das gibt schon ein bisschen was her. Das ist ganz okay. Funktioniert auch einwandfrei, ich habe das schon probiert, also das passt wunderbar. Und ich habe mir dann auch noch einen Windschutz zu dem ganzen Zeug gekauft. Das heißt so ein Dead Kitten, also so ein Fell, was man dann über das Mikrofon drüber gibt, um einfach Windgeräusche und solche Sachen ein bisschen abzuhalten, was jetzt vielleicht im Heimstudio nicht so wirklich notwendig ist. Aber das Ganze natürlich auch im Hinblick auf Outdoor-Aufnahmen, wenn man draußen irgendwie, ja, was weiß ich, mal irgendwie auf einem Schlittenhund-Event oder sowas wieder mal vielleicht was aufnehmen, dann kann ich das eben auch auf das normale dynamische Mikrofon drauf tun und habe so ein bisschen einen Windschutz einfach da dazu. Apropos Windschutz, den gibt es auch für das Ansteckmikrofon, das ich jetzt doch gerade verwende. Allerdings, glaube ich, habe ich den heute irgendwie daheim liegen lassen. Ich muss dann nochmal schauen, aber ich fürchte, ich habe den jetzt nicht mit, aber wird nicht so tragisch sein. Es ist jetzt nicht wirklich windig heute, also von dem her sollte es jetzt auch kein Problem sein heute, die Aufnahme zu machen. In der letzten Folge, in der Folge 19, hatte ich den schon drauf. Hat auch einiges gebracht, also im Vergleich, das hat sich schon ausgezahlt, auch das Ding. Und ja, was habe ich sonst noch? Aufnahmetechnik. Euch ist vielleicht aufgefallen, so in den letzten Folgen immer wieder mal so, gab es gab es immer wieder mal so diese GSM-Geräusche, ne? Hat man so gehört ein bisschen, so, wenn das Handy nicht sucht und so. War ein bisschen dem geschuldet, dass ich die Aufnahmen ja mit der Auphonic-App direkt gemacht habe, was einige Vorteile hatte im Hinblick auf die Postproduktion sozusagen. Ich werde jetzt aber in Zukunft die Aufnahmen
nicht mehr mit der Phonic App machen, sondern mit CP Talk. Hintergrund ist einfach der, Auphonic braucht eine Online-Verbindung, wenn man das Programm startet. Also wenn man keine Internetverbindung hat, startet die App nicht. Ich werde die Jungs, glaube ich, von Auphonic auch mal anschreiben, ob das wirklich notwendig ist. Weil ich sag mal, rein für die Aufnahme, für das Recording, wäre es meiner Meinung nach nicht notwendig, dass ich mich jetzt mit dem Internet verbinden muss. Klar, wenn ich dann das ganze Zeug zu Auphonic hochladen will und die Postproduktion machen will und so weiter, dann brauche ich das natürlich. Das ist mir schon vollkommen klar, weil sonst werde ich die Files nicht auf den Auphonic-Server bringen. Aber ich denke, für die reine Aufnahme wird das jetzt nicht wirklich notwendig sein. Aber ja, mal schauen, vielleicht gibt es da auch mal einen Kontakt zu Auphonic. Werden wir mal sehen. Vorteil wäre halt, ich könnte dann wieder mit der Phonic App aufnehmen. Das Ganze würde dann als Ogvorbis abgespeichert, was einfach ein bisschen platzschonender ist, weil im TP-Talk kann ich nur entweder komplett unkomprimiert, also als WAV aufnehmen, oder als 3GP, was natürlich jetzt von der Qualität her nicht so sehr der Bringer ist, muss man sagen. Ja, da werden wir einfach mal schauen, ob sich da mal in Zukunft was gibt. Momentan mache ich es jetzt mal mit den WAV-Dateien mit TP-Talk. Da ist einfach der Vorteil, TP-Talk startet auch offline, das heißt ohne Netzwerkverbindung. Und ich kann da einfach ja auch ewig lange Aufnahmen damit machen. Und zwar ein bisschen, dass der interne Speicher vom Handy voll ist, und das sind doch immerhin, ich glaube, 8 GB oder so, oder sind es sogar 16, ich weiß jetzt gar nicht, keine Ahnung, keinen Plan, wurscht. Auf jeden Fall mache ich das jetzt mit TP Talk. Das hat sich in der letzten Zeit bei den Tests ganz gut bewährt, und ja, auch das läuft jetzt gerade auf TP Talk. Ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickeln wird noch. Gut, das soll es jetzt mal von der Technikseite gewesen sein. Jo, dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen nach Buchberg am Schneeberg. Fahre jetzt gerade auf die Autobahn auf und werde mich dann in Buchberg wieder melden, wenn ich weggegangen bin. Und noch kurz eine Statusinfo vielleicht zwischendrin. Es hat jetzt um kurz nach 9:30 bereits 28 Grad. Also das wird heute wieder ein verdammt heißer Tag, so wie es ausschaut. Aber kein Problem, ich habe immer eine 2 Liter Wasserblase mit, und ich weiß, zwischendurch gibt es auch immer wieder mal so die eine oder andere Quelle oder den einen oder anderen Brunnen bei einer Hütte und so. Und auch im Sebastianfall, das Wasser ist auch kristallklar, also das kann man auch ohne Bedenken trinken. Und ja, da werde ich mir dann so zwischendurch immer wieder mal ein bisschen nachtanken. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen in die Podcast-Pause verabschieden, fahre jetzt mal nach Buchberg und melde mich dann wieder, wenn ich unterwegs bin. So, da bin ich wieder. Habe jetzt die ersten 2,2 Kilometer schon hinter mir und auch die ersten ungefähr 450 Höhenmeter. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich mich erst jetzt wieder melde, weil die Anstiege waren relativ heftig, also Maximalsteigung waren irgendwas bei 50%, Durchschnittssteigung irgendwo bei 36%. Lag auch ein bisschen daran, weil ich nicht ganz den Weg gegangen bin, den ich eigentlich gehen wollte. Weil ich hätte ursprünglich eigentlich die gelbe Markierung raufgehen wollen, in Richtung Almresalhütten. Ja, die habe ich aber irgendwie verpasst, bin dann parallel zur Lifttrasse hoch zur Edelweißhütte. Und
die liegen dann nochmal ein Stück höher und natürlich sind entsprechend die Aufstiege oder Anstiege halt einfach steiler. Ja, war aber trotzdem ein schöner Weg. Und ja, die Edelweißhütte, dort habe ich dann auch mal Rast gemacht, mich von den Strapazen vom Aufstieg einmal erholt. Und ja, bin jetzt gerade unterwegs zur Almresalhütte. Und was ich jetzt ein bisschen schmerzlich vermisse, ist mein Windschutz. Ihr hört das, da ist es ganz schön windig da herum, was mir aber überhaupt nichts ausmacht. Ganz im Gegenteil, weil beim Aufstieg war es eh brutal warm. Die Sonne hat runtergeheizt. Es war leider sehr viel über offene Wiese zum Gehen, was halt da um die Mittagszeit herum auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Jetzt sind gerade ein paar Wolken über mich drüber. Ist aber nichts weiter Tragisches, so wie das ausschaut. Also dahinter ist schon wieder strahlend blauer Himmel, also kann nicht so schlimm sein. Wobei ich natürlich durch den Schneeberg selber nicht durchsehe und damit nicht wirklich weiß, wie es dahinter ausschaut. Aber momentan würde ich mal sagen, ist es noch Marke harmlos. Mache ich mir keine Sorgen. Jo. Jetzt geht es wieder ein Stück rauf. Jetzt da herum ist ein bisschen ein Auf und Ab. Aber ich muss sagen, es sind durchgängig von unten weg. Schöne Wege. Der Aufstieg war zu, ja, ich würde sagen, 3/4 Schotterweg. Und das letzte Stück dann rauf zur Edelweißhütte war ein Erdweg, also ein Pfad. An und für sich sehr schön zum Gehen, aber halt auch verdammt steil. Und ja, auch jetzt merkt ihr es gerade wieder. Geht es da ziemlich hastig rauf. Aber ich habe die Gegend da herum echt vermisst. Weil ich war ja da früher als Kind oft mit meinem Vater auch unterwegs und meinem Bruder. Mit einer ganzen Wandergruppe aus seiner Firma. Und wir waren da immer so 3-4 Mal im Jahr auf einer Selbstversorgerhütte in Losenheim. Die Hütte gehört den Naturfreunden. Und von dem her kenne ich die Gegend natürlich relativ gut. Ich war aber jetzt schon viele Jahre nicht mehr da. Hat sich halt einfach nicht ergeben. Und ich muss sagen, es hat sich unten in der Ortschaft einiges verändert. Wir fahren gerade irgendwo Bienenschwärme oder was unterwegs sind, so wie sich das anhört. Aber da hier oben am Berg, ja, ist eigentlich alles immer noch so, wie es damals war. Das finde ich auch sehr gut. Es ist auch nach wie vor Almwirtschaft, die da herum betrieben wird. Also ich gehe jetzt gerade wieder durch eine Alm durch. Zwischen den Disteln, die da haufenweise wachsen. Oh. Und das sind einfach super schöne Pfade da herum. Ich liebe dieses Gebiet. Das ist echt so richtig, irgendwie so ein bisschen retromäßig fühle ich mich gerade. Komplett zurückversetzt.
weil sich da wirklich absolut nichts verändert hat da herum. Das ist echt super. Ja, ich werde jetzt mal ein Stück weitergehen und sicherlich zwischendurch auch wieder ein paar Fotos machen, so wie da jetzt gerade. Und ja, da sind jede Menge Fluginsekten unterwegs, weil ich nicht wirklich weiß, was das ist, weil Bienen dürften es keine sein. Aber da surrt es überall in den Nadelwäldern da herum. Das ist überhaupt am Schneeberg das Schöne, also auf dem Stück da. Also man könnte jetzt dann, ich sage mal, ab der Edelweißhütte, wenn man noch weiter rauf geht auf den Hochschneeberg, auf den Gipfel oder in Richtung Gipfel, über den Fadensteig zum Beispiel oder über den nördlichen Grafensteig oder so, dann hört dann der Wald relativ bald auf. Aber solange man sich so von dem Gelände her, wo ich mich bewege, also ich gehe jetzt eigentlich schon wieder sukzessive dann hinunter eigentlich, und das ist alles wirklich fast durchgängig bewaldet. Hauptsächlich Nadelbäume, Tannen und Fichten. Zwischendurch ein paar Kiefern oder Föhren, wie es bei uns in Österreich heißt. Wobei die da herum eher selten sind. Das meiste sind eigentlich Fichten, was da herumsteht. Aber ja, es sind auch viele Schmetterlinge unterwegs. Das war auch damals schon so. Und ich liebe das einfach da herum. Die Ausblicke sind grandios. Also ich habe jetzt auch beim Aufstieg so zwischendurch mal natürlich immer wieder Pause gemacht. Und das eine oder andere Mal gab es einfach wirklich fantastische Aussichten. Das ist da herum echt ein Wahnsinn. Gut, ich werde es jetzt mal wieder gut sein lassen. Fürs Erste. Jetzt mal ein bisschen weitergehen und melde mich dann nachher wieder bei euch. Jetzt muss ich mich zwischendurch doch nochmal melden. Wir sind jetzt von der Gehzeit her wahrscheinlich nicht mal 3 Minuten vergangen. Aber mir ist gerade da ein älteres Ehepaar entgegengekommen. Ich würde mal schätzen, ja, knapp an die 80. Sie etwas jünger, würde ich mal sagen, so Anfang, Mitte 70. Und die gehen da hinauf. Natürlich etwas langsamer. Aber ich muss wirklich sagen, Hut ab. Dem Alter noch auf den Schneeberg gehen. Nicht schlecht. Also, alle Achtung. Und ja, finde ich wirklich beachtenswert und bewundernswert. Und ich hoffe sehr, dass mir dieses Glück auch beschienen sein mag, dass ich in dem Alter noch so fit bin, dass ich auf Berge hinaufgehen kann. Aber habe ich ja noch etwas Zeit. Wer weiß, was bis dorthin alles noch so passiert. Jo, eine Sache noch, weil es mir vorhin gerade eingefallen ist, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe mir ein Solarladegerät gekauft. Und zwar von EasyEgg, heißt die Firma. Easy ist aber im Prinzip alles made in China, aber hallo. Hallo. Ah. Okay, schon.
Grüß euch. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. So, nachdem ich die Gruppe da jetzt hinter mir gelassen habe, kann ich euch weiter erzählen, während ich da ein bisschen den Ausblick fotografiere. Ja, und zwar habe ich mir eben dieses Ladegerät gekauft, besteht aus einem Solarpanel und einem Akku-Pack, dass man an das Solarpanel anhängen kann. Prinzipiell wird das Ganze mit einem Micro-USB angeschlossen. Das heißt, man kann Stromverbraucher, die jetzt nicht ganz so stromhungrig sind, direkt an das Solarpanel anhängen. Allerdings muss man bedenken, dass das Solarpanel nur ungefähr 6 Watt liefert, also ungefähr 1 Ampere, wenn man es auf USB runterrechnet. Was meinem Handy mal eindeutig zu wenig war, um es als Ladefunktion zu erkennen. Aber deswegen gibt es eben den Akku dazu, den man da anhängen kann und den man eben mit dem Solarpanel dann aufladen kann. Und an den Akku, der hat 12.000 mAh, also da ist schon einiges drin. Und an den kann man dann eben das Handy anhängen. Und das Ding hat einen Ausgang mit bis zu 2,1 Ampere Ladestrom. Dementsprechend kann man da dann auch das Handy laden. Und das relativ oft, bis das leer ist. Also selbst das Ding mit dem großen Akku, wie mein Xperia Z ist, kann man da ganz problemlos dranhängen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit, muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht wirklich unterwegs war damit. Das ist heute das erste Mal. Ich habe das Solarpanel jetzt oben auf der Edelweißhütte, wie ich aus dem Wald rausgekommen bin, mal aus dem Rucksack genommen und hinten drauf gehängt. Habe das Akku-Pack angehängt. Das heißt, es ladet jetzt mal, weil das Handy selber habe ich noch im Auto aufgeladen, das war voll, wie ich weggegangen bin. Hat jetzt noch irgendwas bei über 90% Akku. Also da brauche ich jetzt derweil noch nichts machen. Aber ich habe das eben mit, das heißt, ich habe da eine gute Backup-Lösung. Wenn das jetzt so wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, was ich mal stark hoffe. Aber das werden wir dann sehen. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man eben auch wirklich unterwegs Strom hat. Und um einfach so ein bisschen Backup zu haben fürs Handy, weil das Handy ist ja im Prinzip auch mein zweites GPS, das ich über die GPS-Maus dann noch anspeise. Das heißt, ich schalte nicht das Internet-GPS ein, weil das einfach mehr Strom verbrauchen wird. Das wird die Bluetooth-Verbindung. Und auch die GPS-Maus kann ich also über das Akku beladen, wenn es ist. Das geht auch. Und ja, von dem her finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und ich hoffe, dass sich das bewährt. Das werden wir jetzt dann über die nächsten paar Wanderungen sehen. Bin gespannt auf jeden Fall. Also da gibt es sicher noch Erfahrungsberichte dazu und ich werde dann dazu auch im Ausrüstungscheck in meinem Blog dann sicher noch einen Bericht darüber verfassen, wenn ich dann mal so ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt habe, was natürlich jetzt über die nächsten Wanderungen mal passieren muss. Das nächste, was ich da aber ein bisschen schade finde, ist, ich wollte eigentlich mal dann in der nächsten Zeit ein bisschen eine Mehrtagestour machen, also über 3 Tage, gemeinsam mit meinem Bruder und seiner Frau, Stefan und der Tamara. Das Problem ist, dass wir momentan nicht wirklich wissen, wann wir das machen sollen. Also wir möchten eben auf den Hochschwab gehen. Das ist auch ein Berg oder ein Bergmassiv in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen zwischen der Steiermark und Niederösterreich. Das ist so ein Grenzberg sozusagen. Und den möchten wir eigentlich mal mit so einer Mehrtagestour mal machen. Aber naja, es ergibt sich irgendwie nicht, weil sie waren jetzt eben in Schottland die letzten 3 Wochen und jetzt das nächste Wochenende bin ich ja dann mit Schlittenhunden wieder
im Burgenland auf unserem Campingwochenende. Da wird es dann wieder so eine kleine Sondersendung geben. Das Wochenende drauf ist das lange Wochenende über den Feiertag, weil bei uns ist ja der 15. August ein Feiertag. Da fahren wir dann nach Kärnten zum Tauchen hauptsächlich. Da wird das also auch nichts werden mit einer Mehrtagestour. Und das Wochenende drauf wird dann der Geburtstag von Clemens gefeiert. Das heißt, da geht es auch nicht. Und die zwei Wochenenden darauf bin ich dann wieder mit den Schlitten unten unterwegs, weil da haben wir dann unser Herbsttrainingslager wieder in Rohr im Gebirge. Da gibt es auf alle Fälle eine Sendung dazu. Ja, und dann schauen wir mal, wie es nachher weitergeht. Also dann ist es eh schon Mitte September. Und dann müssen wir mal schauen, wie dann das Wetter ist. Vielleicht ergibt es sich dann mal. Aber jetzt so die nächsten Wochenenden schauen jetzt mit Wandern gehen eher schlecht aus. Überhaupt mit einer Mehrtageswanderung. Naja, aber nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall immer eine Folge geben. Das ist auch klar. Also nächstes Wochenende sicher eben aus dem Burgenland. So, wird so eine kleine Sondersendung vielleicht werden, mal schauen. Vielleicht schaffe ich da was im Hinblick so ein bisschen mit den anderen Mitgliedern aus dem Verein da ein bisschen was zu machen. Ja. Und dann halt das Tauchen auf jeden Fall auch. Also es wird auf jeden Fall immer Material geben, wo wir weitermachen können. Jo, das war's jetzt erstmal wieder. Und ich bin jetzt unterwegs schon hinunter an der Dürnleiten entlang. Werde jetzt mal runtergehen in Richtung Mamauwiese und werde mich dann wieder entsprechend bei euch melden. Die Dürnleiten habe ich jetzt schon hinter mich gebracht und bin jetzt unterwegs in Richtung Mamauwiese und gehe jetzt da wirklich wunderschön im dichten Wald herinnen. Schon langsam kommen jetzt auch wieder Laubbäume dazu. Irgendwo unten im Tal dürfte irgendein Festl oder irgendwas sein, weil da hört man lautstark die Musik rauf. Es geht jetzt da ganz schöne Höhenmeter hinunter. Ist auch klar, das was ich vorher raufgegangen bin auf die 1200, ausgehend von 750 ungefähr, muss ich natürlich jetzt einmal wieder runter. Dementsprechend geht es jetzt ganz schön runter, was natürlich wieder mächtig in die Knie geht. Ist mit den Stecken, mit den Wanderstöcken etwas besser, aber es geht jetzt echt verdammt steil runter und es geht jetzt echt ganz schön in die Knie. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wunderschöner Waldpfad und ja, sowas kann man sich eigentlich als Wanderer nur wünschen. Und wenn die Musik nicht so laut wäre, wäre es auch richtig schön ruhig. Wobei man sagen muss, also ist jetzt da auf dem Weg sind jetzt deutlich mehr Leute unterwegs, das merkt man. Also es ist dann schon mehr bevölkert da, der Weg, als auf der anderen Seite rauf. Aber das macht auch nichts. Jo, ich werde jetzt mal weitergehen und hoffe mal, dass der Wirbel nicht von der Mamauwiese kommt, weil dann werde ich die gleich mal auslassen, was jetzt kein großartiger Verlust ist, weil das wären ein paar hundert Meter vielleicht, die ich da von der Wegstrecke her verlieren würde, die ich aber am Anfang der Tour durch den verkehrten Abzweiger eh schon sicherlich gut gemacht habe. Also von dem her wäre das dann auch überhaupt kein Problem. Aber ja, schauen wir mal, von wo das wirklich kommt. Ja, ich gehe jetzt mal weiter, kämpfe mich da hinunter und werde mich dann entweder von der Mamauwiese oder
am Weg entlang vom Sebastianbach wieder melden. Bis dahin verabschiede ich mich mal in die Podcastpause. Wie ihr hört, bin ich schon am Sebastianbach. Die Mamauwiese, das Gasthaus zumindest, habe ich auslassen, weil das war wirklich dort das Festl, ganz offensichtlich. Das habe ich mir jetzt mal gespart und bin jetzt runtergegangen zum Sebastianbach und in Richtung Sebastianfall. Da werde ich jetzt hingehen. Ich bin jetzt auf einer Forststraße herunten, das heißt, den Großteil der Höhenmeter habe ich schon überwunden. Jetzt geht es eigentlich nur mehr relativ gemütlich dahin. Ein Abstieg kommt dann noch, nämlich am Wasserfall entlang runter. Und ja, das war es im Prinzip dann aber auch schon wieder. Ansonsten ist das jetzt eine gemütliche Strecke und ist ein bisschen ein Ausraststück sozusagen, ist auch ganz okay. Und ich habe jetzt ungefähr ja, so circa 6 Kilometer, 6,5 hinter mir. Jetzt ein Stück habe ich noch. Und die nächste Station ist eben Sebastianfall. Und von dort wird es dann auch das nächste Lebenszeichen von mir wieder geben. So, den Sebastianfall habe ich jetzt schon hinter mir. Eigentlich wollte ich mich ja direkt vom Wasserfall melden, aber da war heute so viel los, das habe ich auch noch nicht gehabt. Und ich war da schon oft. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Haufen Kletterer und Familien mit Kindern und. Wahnsinn. Aber macht nichts. Ein schönes Foto habe ich trotzdem hoffentlich erwischt. Ein schönes Panorama. Das muss ich dann noch zusammensetzen, wenn ich daheim bin. Bin ich schon zum Wasserfall wird hier unten. Das heißt, schon langsam geht es dann in den Endspurt. Ich werde mich jetzt runterbegeben auf die Losenheimer Straße. Wasserfall wird hinter mir gelassen. War ziemlich viel Betrieb. Ja, ich werde es auf jeden Fall auf die Losenheimer Straße runtergehen und dann das letzte Stück zurück nach Losenheim, nach hinten zum Forellenhof. Mittlerweile ist es 14 Uhr. Der traut sich bei mir nicht vorbeifahren. Ja, wenn ich jetzt von unten bin, werde ich mich dann ein Stück zurückbegeben zum Forellenwirt, wie gesagt. Und dann werde ich mich schön langsam
auf Heimreise machen. So, noch schnell im GPS schauen, welche von den zwei Wegen ich gehe. Ja, da geht es zu heute. Wahnsinn. So, ich werde, glaube ich, von hinten durchgehen. Das ist gescheiter. Ja, und wenn ich dann im Auto bin, werde ich mich dann nochmal melden mit dem Fazit zur Strecke und ja, mit ein paar Schlussworten, so wie üblich halt. Gut, dann bis nachher. So, wieder zurück beim Auto. Ich habe es geschafft. Ich war jetzt 3,5 Stunden unterwegs, habe ungefähr 9,5 Kilometer hinter mich gebracht und habe 630 Höhenmeter nach oben und genauso viele wieder nach unten überwunden. Bei einer maximalen Steigung von ungefähr 50%. Die Durchschnittssteigung war bei dem Stück hinauf auf die Edelweißhütte eben irgendwas um die 36% oder so. Also der Aufstieg hat es echt in sich gehabt, noch dazu dann die Sonne dazu, die runtergeheizt hat. Jetzt auf dem letzten Stück zurück nach Losenheim hat es noch zum Regnen angefangen, aber Gott sei Dank nicht allzu viel, also war nicht allzu dramatisch. Wirklich abgekühlt hat es aber nicht. Es hat immer noch irgendwo bei ja, um die 30 Grad, extrem dampfig. Fazit zur Runde, grundsätzlich eine super schöne Tour. Nur sollte man vielleicht ein bisschen früher weggehen, nicht erst zum Mittag, nicht erst um 11, dass beim Aufstieg noch nicht so brutal warm ist. Ansonsten auf alle Fälle einzustufen als alpine Tour und absolut nur für geübte Wanderer zu empfehlen. Also für Einsteiger ist die Tour mal definitiv nichts. Ich bin auch ein Stück auf den österreichischen Weitwanderwegen 01 und 06 entlang gegangen, also da kann man auch ein Stück mitnehmen, wenn man das möchte oder wenn es einem um das geht. Mir ging es nicht darum, es liegen auch einige Geocaches entlang der Strecke. Ich habe die heute ausgelassen, weil der Aufstieg hat sie in sich gehabt, da habe ich nicht noch müssen Dosen suchen gehen auch noch. Ja, auf alle Fälle werde ich mich jetzt wieder am Heimweg machen. Mittlerweile ist sie 2:30 und bis ich jetzt daheim bin, ist sie 4 und dann mal ein verspätetes Mittagessen mir vergönnen. Euch wünsche ich in der Zwischenzeit eine schöne Woche, viel Spaß bei euren Touren, schaut, dass rauskommt, genießt das schöne Wetter, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at